Freunde, wir haben ein dickes Problem in Simuki City. Billy, siehst du das? Ja, das ist doch KSI und Logan Paul. Ganz genau. Und KSI und Logan Paul sind die Ersteller vom Getränk Prime. Ich glaube, jeder von euch kennt Prime, oder nicht? Ich kenne nicht Prime. Warte mal, du kennst nicht das Getränk Prime? Nein, auf gar keinen Fall. Ich kenne nur Burger Pommes. Oh Mann, auf jeden Fall sind KSI und Logan Paul mega berühmt. Und dieses Fangirl lässt die gar nicht mehr in Ruhe. Logan Paul und KSI, ich liebe Prime, bitte heiratet mich. Oh nein, Billy, hörst du das? Ja, Mann, Alter, die ist so verrückt. Hallo? Hallo? Du musst die in Ruhe lassen, die haben Angst vor dir. Nein, ich will Prime, für immer Prime. Oh Mann, das Mädchen ist echt verrückt, Leute. Das ist einfach ein Fangirl von den beiden und das lässt die nicht mehr in Ruhe. Die haben sich schon da vorne beim Zaun versteckt. Und ich würde sagen, Billy, wir müssen jetzt Logan Paul und KSI retten. Mit einem riesigen Prime-Haus. Aber wie sollen wir das anstellen? Leute, indem ihr alle ein Like da lässt und ein Abo, werden wir jetzt eine riesige Prime-Flasche bauen und ein riesiges Prime-Haus für die beiden, damit die sich dort in Sicherheit verstecken können in Simuki City vor diesem verrückten Fanmädchen. Leute, alle liken, abonnieren in 3, 2, 1 und 0. Wow, Leute, das hat wirklich funktioniert. Ey, wir haben jetzt einfach richtig viele Goldblöcke bekommen und damit werden wir jetzt die goldene Prime-Flasche bauen. Kennt ihr die, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Prime, wenn ihr schon mal Hashtag Prime getrunken habt oder eben, wenn ihr schon mal Prime gesehen habt oder ihr überhaupt das kennt, Leute. Okay, alle eine 1 in die Kommentare, wenn ihr Prime kennt. Alle eine 2 in die Kommentare, wenn ihr nicht Prime kennt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jeder kennt das mittlerweile. Das war so beliebt. Jeder hat das einfach, irgendwie hat man das mitbekommen. Auch wenn man das nicht mochte, irgendwie hat man das mitbekommen. Sogar ich selber habe es probiert, Leute. Und ganz am Schluss vom Video werden wir es sogar in Real Life probieren. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Aber erstmal müssen wir das Haus fertig bauen für KSI und Logan Paul. Das muss super sicher sein. Und das muss eine goldene Prime-Flasche werden. Die wird so cool. Ich würde sagen, das ist sogar ein bisschen zu klein, oder nicht? Ich finde, mein Haus ist voll klein. Billy, warte mal. Aus was machst du deine Prime-Flasche? Aus der natürlich. Das ist das Beste. Aus Erde? Ey, Billy, du ist schon klar, dass es keine Grasblock-Prime-Sorte gibt. Doch, gibt's jetzt seit Neuestem, oder? Nein, gibt es nicht, Junge. Leute, wer baut bitte sehr Prime aus Erde? Es gibt doch keine Dirt. Es gibt doch keine Erdesorte. Wie soll das bitte sehr schmecken? Nach Pupsi oder was? Junge, er baut einfach eine Pupsi-Prime-Flasche. Ganz ehrlich, sowas macht man nicht. Okay, ey, Billy, weißt du was? Ich mache hier die goldene Prime-Flasche. Ich mache das Ganze schneller, indem wir uns die Stelle markieren. Wir gehen hier rüber. Boom, 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 bauen hier nach oben. Und wir markieren uns die Stelle. Und jetzt gehen wir ein /Set Goldblock. Und indem wir das machen, Freunde, haben wir schon eine riesige Goldwand. Das gleiche machen wir jetzt, indem wir einfach hier komplett rübergehen. So, zack. Es gibt auch keine goldene Prime, oder? Natürlich gibt es goldene Prime, als ob du das nicht wusstest, Billy. Oh, lol, sorry. Jetzt weißt du es, Freunde. Hier einmal eingeblendet die goldene Prime, Leute. Weil Gold ist einfach die seltenste Sorte, Leute, von Prime und auch die teuerste. Die kostet irgendwie 1000 Euro, diese Prime-Flasche. Und die werden wir einfach nachbauen als Haus, Junge. So, wir kopieren uns die Stelle. Zack, jetzt rotieren wir das Ganze. /Rotate90. Jetzt /Paste. Boom. Let's go. Jetzt müssen wir das Ganze minus 90 um minus 90 Grad rotieren. Dann /Paste. Und hier vorne haben wir die nächste Wand von unserer Flasche. Und jetzt nochmal minus 90 und /Paste. Let's go, Freunde. Das ist schon mal der Umriss von unserer Prime-Flasche. Aber die muss noch viel, viel höher gehen. Das ist erst der Anfang von unserem Prime-Haus. Und das muss super sicher sein. Deswegen werden wir gleich ein paar Fallen für das Fangirl dort reinbauen, damit es hier nicht irgendwie einbrechen kann in unser richtig sicheres Prime-Haus. Junge, was macht Billy dort vorne? Das sieht überhaupt nicht aus wie eine Prime-Flasche. Oh, Mann. So, jetzt müssen wir hier vorne so, weil ich habe ja hier vorne mit der Mauer aufgehört, weil jetzt müssen wir einmal so nach innen knicken und das ist immer so bei Flaschen, bei den meisten Plastikflaschen. Zack, 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 zack. Ich bin schon echt gespannt, wie die goldene Prime am Schluss schmecken wird. Das werde ich nämlich auch testen. Das machen wir hier einfach vorne weiter. Ich würde sagen, das sieht eigentlich perfekt aus. Das sieht aus wie die goldene Prime-Flasche. Let's go, Leute. Die ist so selten und die kostet auch so viel. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die schon mal probiert habt im Real Life oder ob ihr schon mal überhaupt Prime getrunken habt einmal in eurem Leben. Bin ich auch gespannt. Und ob euch das schmeckt, bin ich auch gespannt, ne? Freunde, also als ich das mal probiert habe, das ganz normale Prime, ich sag euch ganz ehrlich, also das hat mir nicht so wirklich geschmeckt. Das hat mir irgendwie bis nach Spülmittel geschmeckt. Aber jetzt no front an Logan Paul oder KSI. Ich hoffe, die sind mir nicht böse, Leute. Aber schreibt mir ihr mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Ey, Billy, hast du schon mal Prime probiert? Du meinst ja nie, oder? Nein, ich kenn das ja gar nicht.
Oh Mann, als ob der das nicht kennt, Freunde. Der meinte aber, was kennst du Burger Pommes? Was ist das denn? Burger Pommes ist so Burger und Pommes gemischt. Ach so, ja, okay, das macht Sinn. Burger Pommes auf die Eis, Max Pommes ist super rein. Hä? Warte mal, was? Ey, Leute, davon habe ich auch schon mal gehört. Ey, das ist doch voll der berühmte Song, oder nicht? Von Lukas Brawlstars und Marvin Vlogt. Burger Pommes auf die Eis, ich packe den Burger auf die Pommes drauf. Das macht gar keinen Sinn. Okay, ich glaube, ich kenne den Songtext nicht so richtig, Leute. Aber auf jeden Fall, ich kenne den Song auch. Der hat einfach, glaube ich, so 7 Millionen Views oder so gemacht. Richtig krank, was da abging. Egal, ob ihr den feiert oder nicht, aber der ist ja richtig abgegangen, oder nicht, Billy? Wie viele Leute den einfach geschaut haben. Ja, Mann, einfach krass, Mann. Was findet ihr besser, Burger Pommes oder Prime? Oder, ey, womit könnte man eigentlich Prime vergleichen? Weil Prime ist ja nicht von deutschen Influencern sozusagen, Leute, sondern von amerikanischen YouTubern. Aber trotzdem kennt es wirklich jeder im deutschen Bereich. Die sind einfach komplett international gegangen. In jedem Land gibt es einfach Prime zu verkaufen. In verschiedenen Sorten. Die haben einfach so ein richtig krasses Getränk rausgebracht, was einfach alle haben wollen. Und schaut mal, wie riesig schon meine Flasche geworden ist. Ey, das ist mega. Wie hoch ist der Teil hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ey, warum lädt das hier nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. Und jetzt 7 und bam, wir markieren uns die Stelle. Gehen hier rüber. Sash, Block. Leute, wir waren die riesigste Flasche aller Zeiten. Schaut euch das mal an, Junge, wie groß die ist. Aber Leute, das ist natürlich noch nicht alles. Wir machen es gleich noch viel, viel größer. Indem wir einfach jetzt hier unten uns die Stelle markieren. Zack. Jetzt gehen wir bis ganz nach oben. Und wir markieren uns die Stelle. Und wir geben ein //copy. Und jetzt können wir das Ganze oben nochmal platzieren. Oh yeah. Und wir geben jetzt ein //paste, Leute. Bam, zack. Und, ups. Oh, das habe ich falsch kopiert. So, jetzt müsste es funktionieren, Freunde. Mal schauen, ob es klappt. Und //paste. Jetzt bin ich echt gespannt. Boom. Oh, warte, das ist eins zu hoch. Eins zu hoch. Wir müssen eins runter. Und jetzt. Boom. Let's go. Alter, wie cool ist das denn jetzt geworden? Warte mal, jetzt können wir die ganze //paste eingeben. Und ja, let's go. Es geht immer höher, es geht immer höher. Alter, unsere Flasche wird so riesig. Die wird tausendmal größer als die von Billy. Billy, du baust bestimmt so eine richtige Noob-Prime-Flasche. Ich baue die beste Sorte. Und am Schluss probieren wir einmal meine Sorte und deine Sorte. Das ist die dickste Prime-Flasche aller Zeiten, Leute. Ey, ist die ein bisschen zu groß? Ich glaube, die ist ein bisschen zu groß, oder? Leute, das ist die dickste Prime-Flasche aller Zeiten. Yo! Junge, Junge, Junge. Okay, Freunde. Ey, jetzt, ich habe es ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sagen, ja? Jetzt müssen wir hier vorne noch einen Deckel hinbauen. Leute, was geht hier ab? Das ist die goldene Extreme XXL Prime Flasche. Aber egal, Freunde, mal schauen, wie viel hier reinpasst von Prime. Da kann man die ganze Weltbevölkerung mit Trinken ernähren, Leute. So viel Prime ist hier drin, Junge, das ist verrückt, ganz ehrlich. Hier kommt der Deckel hier noch hin. Der Deckel muss auch hier vorne hin. So, let's sui, Leute. Boom, boom, boom. Der Deckel kommt hier vorne hin. Und dann ist unsere Prime-Flasche schon fertig. Also nur von außen. Wir müssen natürlich noch ein Haus innen drin hinbauen. Aber von außen ist sie einfach schon mal fast fertig. Wenn wir den Deckel hier noch hinplatzieren. Und dann haben wir unsere goldene Prime-Flasche. Unsere XXL, Ultra XXL Prime-Flasche, Junge. Die ist komplett krass, Freunde, ganz ehrlich. So, zack, 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 zack. Der Deckel muss auch ein bisschen breiter werden. Das heißt, wir bauen hier gleich auch noch eins nach oben. Ich bin echt gespannt, was Billy hier gebaut hat. Und ob Logan und KSI eher in unser Prime-Haus wollen oder in das Prime-Haus von Billy, Junge. Welche Sorte ist besser? Die goldene oder die Pupsi-Sorte? Habt ihr schon mal eine Pupsi-Sorte irgendwo gesehen? Ich glaube, das verkauft sich nicht so gut, weil keiner will Pupsi-Getränk trinken, Junge. Billy, was hast du da gemacht, Alter? Das ist eine Prime-Dose oder was? Hä, Leute, Alter, was hat Billy da gebaut? Ich schaue mir das gleich genauer an, was der von innen da gebaut hat. Wahrscheinlich so ein dickes Haus. Aber nicht vergessen, von außen sieht das vielleicht nicht so gut aus. Aber vielleicht hat er von innen ein richtig cooles Haus gebaut. Deswegen schauen wir uns das gleich an, Leute. So, ey, vor allem, hier ist der Deckel ist so schwarz, man sieht es überhaupt gar nicht richtig. Weil es einfach so dunkel ist. Leute, hier vorne schreiben wir jetzt noch Prime hin auf unsere Flasche, damit auch jeder weiß, dass hier vorne eine dicke, fette Prime-Flasche ist. So, hier vorne kommt ein P hin auf dieses Teil hier. Sieht das aus wie ein P, ja, oder? Das erkennt man auf jeden Fall, Freunde. So, zack, 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 zack. Und hier zumachen. So, das ist unser P für unser Prime. P steht für P bei Prime. Dann haben wir hier einmal ein R auf der Seite.
So, zack, 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 zack. Leute, ich hoffe, das sieht am Schluss gut aus. Und unser Prime-Haus wird auch richtig cool, weil, ich sag euch ehrlich, also, unser Prime-Haus ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hoch. Gefühlt ein richtiger Wolkenkratzer hier in Simukri City. Also, ist eigentlich schon mal richtig krass. Aber wir müssen ja von innen auch noch einrichten. Und das kann was werden. Da bin ich echt gespannt, wie das gleich aussehen wird von innen. Wir machen erstmal ein P hier hin. So, zack. Und jetzt müssen wir das Ganze noch, jetzt müssen wir hier noch einen Strich hin machen, weil das muss ein R werden. Und hier vorne kommt der Strich hin. Sieht aus wie ein R? Ja, ich würde sagen, das passt, Leute. Das erkennt man, oder? Das ist ein richtig tolles R. Oder so? Besser? Ich weiß gar nicht. So? Ja, das sieht aus wie ein R, oder? Ja, okay, das ist jetzt... Das erkennt man jetzt nicht wirklich so als R, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich gestehen. Das erkennt man auf jeden Fall. PR. Könnt ihr schon das Alphabet lesen? Freunde, könnt ihr schon lesen überhaupt? Ich glaube, die meisten von euch können ja schon lesen. Ich kann auf jeden Fall schon lesen. Ich glaube, das lernt man ja in der vierten Klasse. Nee, in der ersten Klasse lernt man das schon. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jetzt kommt hier vorne ein I hin, Leute. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir Prim. Und jetzt müssen wir noch ein M hinmachen. Das M kommt hier vorne hin. Boah, das ist voll schwer, weil das so alles auf der anderen Seite ist. Also alles umgedreht. Das ist übel schwer, alles zu bauen. Aber wir schaffen das, Freunde. Mit der Kraft der Community, Leute. Deswegen alle jetzt nochmal ein Like da lassen, damit wir die coolste Prime-Flasche bauen. Billy, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch schon eine Prime-Flasche gebaut? Ja, Mann, ich bin schon fertig. Wie, du bist... No way, du bist fertig. No way. Niemals. Doch, ich bin schon fertig. Ey, warum sieht mein M so schlecht aus? Okay, warte mal. Wir müssen unser M irgendwie anders machen. Wir setzen das Ganze hier nochmal mit Goldblöcken. Zack, zack, zack. Mein M ist schief gerade, weil es so breit ist, das M. Wir müssen das M auf zwei Teile machen. Also wir fangen hier vorne an. Ich würde sagen, wir fangen hier vorne an. Zack, 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 zack. Primey, 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 primey. Primey, primey, primey. Primey, primey, primey. Boom, Leute. Guck mal, hier vorne geht es so entlang. Und dann... Bam, bam, bam. Dann geht's hier so entlang. Mal schauen, ob das am Schluss aussehen wird wie ein M. Ich hoffe schon. Aber das wird was. Oh ja, das wird ein richtiges M. Das passt einfach perfekt, Freunde. Let's go. Unser M von Prime ist fertig. Jetzt fehlt uns nur noch ganz zum Schluss das E. Guck mal, hier boden wir das Ganze nochmal ab, damit es auch mehr aussieht wie ein M. Ja, jetzt sieht es mehr aus wie ein M. Oder, Junge, das sieht aus wie eine 3, die andersherum ist, oder nicht? Aber das soll ein M sein, Leute. Merkt euch das, es ist ein M. 100%. Und ganz am Schluss kommt hier vorne das E hin. Und dann sind wir fertig mit dem Logo. Boah, ey, Leute, wie cool wäre es, wenn ich einfach ein Simukri City Ukri Getränk mache hier und das rausbringe, Alter. Würdet ihr das kaufen? Sag mal ganz ehrlich. Boah, das wäre richtig cool, aber cooler wäre ein Pupsi Getränk. Ein Pupsi Getränk? Junge, Billy, was redest du? Was für ein Pupsi Getränk? Wieso willst du da vergiftet werden, oder was? Okay. Was laberst du? Stimmt doch gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ein Pupsi Getränk zu machen. Und wenn die Leute vergiftet... Junge, Billy, was machst du hier vorne? Hä? Was hast du da gebaut? Billy, wo bist du? Bist du in meinem... Ist das hier? Ist das deine Prime-Dose? Wo ist überhaupt das Logo von dir? Da steht doch gar kein Prime-Logo. Man kennt überhaupt nicht, dass es das ein Prime-Getränk ist. Ah! Boah, Junge, das vergiftet alles eklig. Oh, mir wird schlecht. Weg. Leute, warte mal. Ich probiere mal das mal. Und mal probieren, wie das schmeckt. Schmeckt das wirklich nach Prime? Oh, mir wird schlecht. Raus, Junge. Warte mal, ich sehe gar nichts mehr. Alter, das ist eine richtige Prime-Sorte. Alter, man merkt richtig, das schmeckt nach Pupsi, Leute. Boah, das hat richtig eklige Stunken und Geschmack. Oh Mann, das probiere ich nie wieder. Billy, wenn du das verkaufst, diese Prime-Sorte, du weißt gar nicht, was passiert mit den Leuten, die das kaufen. Mir wird richtig schwindelig. Ey, Leute, niemals das Pupsi-Wasser von Billy kaufen. Ja, ganz ehrlich, der pupst da rein oder sowas und dann verkauft er das. Oh Mann, echt aufpassen da. Okay, Freunde, jetzt müssen wir unser Prime-Haus zu Ende bauen. Wir bauen hier eine fette Tür hier. Boom, boom, boom. Wir bauen auch einen Boden. Der wird natürlich nicht aus Gold. Der wird aus... Aus das können wir unseren Boden machen. Was würde da richtig gut reinpassen? Was sagt ihr, Leute? Ah, ich glaube, gelbe Farbe, slash Set. Wir machen hier Yellow Concrete. Yellow heißt gelb auf Englisch. Und Concrete heißt Beton. Bam. Jetzt haben wir hier einen gelben Boden. Und wir haben halt so viele Etagen. Wow. Freunde, ich hoffe, dass meine Prime echt besser ist als die von Billy. Die müssen sich für meine Prime am Schluss entscheiden. Okay, wir bauen jetzt ein richtig cooles Sofa. Wir bauen hier ein Gaming-Setup. Ihr wisst ja, Long, Paul, KSI streamen auch und sowas. Machen die, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber... Ich glaube, das passt schon. Wir machen hier vorne einen dicken Fernsehraum direkt in die Mitte. Okay, hier ganz vorne. So, let's go. So, zack. Hier vorne mal ein fettes Sofa hin. Boom, boom, boom. Und hier vorne kommt dann ein TV hin, Leute. Oh, wir haben hier einen dicken Flatscreen. Let's go. Den platzieren wir hier vorne. Boom. So, jetzt kann man hier richtig fett Fernseher schauen, Leute. Ich glaube, das werden die auf jeden Fall feiern. Das können wir hier vorne noch hin machen.
Ich glaube, wir haben so viele Räume. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles reinbauen sollen. Wir haben zu viele Räume, Leute. Ich glaube, bis ganz nach oben schaffen wir nicht alles auszufüllen. Aber wir müssen auf jeden Fall den ersten Raum schon mal richtig cool machen. Wir nehmen uns hier vorne noch so einen Tisch. Wieder so gelbe Tische platzieren wir hier vorne. Zack, zack, zack. Wir machen so eine kleine Küche hin. Ich glaube, das würde eigentlich auch ganz cool kommen. Okay, Freunde, wir machen hier den Fernseher doch in die Ecke. Weil ich glaube, das würde sogar geiler kommen, Leute. So, zack. Haben wir hier mehr Platz im Zimmer. So, bum, bum, bum. Hier vorne kommen so Falltüren hin. Das ist so der Rand vom Fernseher. Dort kommen auch Falltüren hin. Oh, komm schon. Zack, zack, zack und zack. Oh yeah, jetzt haben wir so ein Flatscreen hier an der Ecke. Muss einen Ständer hinzufügen für den Fernseher. Sehr gut. Oder sollen wir den Ständer hier aus Gold machen? Oh yeah, das sieht cool aus. Kommt hier so ein kleiner Teppich hin. Das sieht auch mega aus. Und hier kommt dann das Sofa hin. So, zack. Okay, Freunde, hier vorne kommt mein Fernseher jetzt doch in die Ecke. Ich habe ihn jetzt eins höher gebaut. Ich finde, das sieht ein bisschen cooler aus. Und jetzt habe ich endlich mal meinen Fernseher fertig. Komm schon, Leute. Wir müssen jetzt fertig machen. Boom, boom, boom. Das gleiche wie davor. Und so, jetzt sieht der einfach perfekt aus. Müssen wir ehrlich sagen, oder nicht, Leute? Schau mal, wie cool der aussieht. Let's go. Jetzt haben wir unseren Fernseher hier in der Ecke. Wir können jetzt hier eine Küche und richtig viele Loch reinmachen. Ey, wir haben einfach ein Prime-Haus bauen wir hier. Das ist so eine coole Idee, ganz ehrlich. Ich hoffe, das gefällt Ihnen auf jeden Fall am Schluss. Wir werden das dann noch erfahren. Wir wollten hier eigentlich noch ein Gaming-Setup hinmachen. Das machen wir auch natürlich. Deswegen nehmen wir uns einen dicken Tisch. So, das platzieren wir hier vorne überall. Und hier kommt jetzt ein Computer hin. Haben wir hier einen Computer irgendwo? Oh yeah. Wir haben einen Computer sogar. Der leuchtet sogar. Wie cool ist das denn? Wir haben einen Monitor. Ja, das haben wir auch sogar mit einer Maus und Tastatur. Mega. Let's go, Leute. Jetzt brauchen wir nur noch einen Stuhl. Hier haben wir sogar einen Stuhl, Leute. Und den platzieren wir hier vorne. Und jetzt kann man hier einfach sich hinsetzen mit seinen Kollegen und zocken. Wir platzieren hier sogar noch eine PS5. Haben wir eine PS5? Nee, wir haben keine Play... Oh, doch, wir haben eine PlayStation. Wir haben eine coole weiße PlayStation 5. Ey, wie cool ist das denn? Okay, let's go. Darüber werden die sich auf jeden Fall richtig freuen. Jetzt müssen wir die zweite Etage bauen. Dafür brauchen wir Treppen, Leute. Ah, Hilfe! Hey, was geht denn jetzt bei Billy ab, Junge? Billy! Billy, alles gut bei dir? Oh nein. Ah! Warte mal, hast du da zu viel getrunken von deinem Prime oder was? Oh, irgendwie geht's mir gar nicht mehr gut. Billy, nein, Billy! Junge, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen! Billy, komm mit, ich bring dich ins Krankenhaus, keine Sorge, ich rette dich. Du hast so viel von deinem Prime getrunken, komm mit, Junge! Rette mich! Oh nein, wo ist das Krankenhaus, Freunde? Simokrisini, ich glaube, wir haben gar keins. Stimmt, wir haben gar keins. Wir haben es einen letztens gebaut, aber ich habe es, glaube ich, wieder abgerissen. Oh nein, Billy! Hallo, Kri, dein Prime hat nicht gut geschmeckt. Das war dein eigenes Prime, Billy, was du da getrunken hast. Du hast deine eigene Pupsi getrunken, wir müssen dich retten! Billy! Bitte, komm, ich du musst übernehmen! Nein, Billy. Leute, ihr habt gar nichts gesehen. Ich hoffe, Billy ist jetzt im Jenseits und übrigens gut. Der wird nie wieder Prime trinken. Leute, nicht zu viel Prime trinken, vor allem nicht das für Billy. Das ist zu viel ungesund. Okay, wir gehen schnell wieder in mein Haus und wir machen die letzte Etage fertig. Oh nein, Billy ist einfach von uns gegangen. Oh nein! Okay, wir bauen hier vorne noch eine sichere Tür. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So, zack, wir stappen uns eine. Welche können wir denn dorthin platzieren? Ich hoffe, Billy kommt gleich wieder, Leute. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wir brauchen eine richtig sichere Tür. Guck mal, die passt eigentlich, diese Bambustür, weil die ist so gelb. Sagen wir platzieren die, aber die ist halt nicht sicher, ne? Wir müssen halt eine Tür platzieren, die sicher ist. Deswegen nehmen wir eine Nummernschlosstür, okay? Wir nehmen eine Nummernschlosstür. Okay, ich würde schon gerne hier so eine gelbe Tür platzieren, die sieht voll cool aus. Aber das Problem ist halt, dass die halt nicht sicher ist, ja? Das müsst ihr halt, das dürft ihr nicht vergessen. Aber wir platzieren die trotzdem, weil ich glaube, die ist sicher genug, um das Mädchen fernzuhalten. Das kann doch nicht eine Tür eintreten, niemals. So, boom, 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 let's go. Aber wir machen zwar nicht die Tür sicher, aber wir machen hier vorne so einen Gruben rein, so eine Grube rein mit so Laserstrahlen, Leute, damit unsere Prime-Flasche auch sicher ist und das Mädchen nicht reinkommt. Das heißt, nur die Ersteller von Prime können hier durch, aber das Mädchen kann hier nicht durch. So, das verrückte Fan-Mädchen, Leute, das ist richtig verrückt. Manchmal ist man halt zu krasser Fan, ne? Und das ist halt wirklich so ein verrücktes Fan-Mädchen. Hier kommt überall Gold hin, let's go. Und hier unten platzieren wir jetzt doch ganz, ganz viele Laser. So, zack, 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 um das ganze Haus hier rum, um die ganze Prime-Flasche. Ich mache jetzt hier einen riesigen Laserstrahl rein. Let's go, Leute, das hier sind die Laserblöcke. Die sind super sicher. Die lassen niemanden hier durchkommen. Hier kann dann nur der Ersteller von Prime durch, also KSI und Logan Paul. So, zack und zack. Let's go. Und jetzt müssen wir die oben noch verbinden, die Laser. Das heißt, wir bauen hier einmal hoch und bauen hier vorne ein paar Laser hin. Zack. Und hier geht es einmal komplett rum auf die andere Seite. Komplett um die Prime-Flasche rum. Let's go, Leute. Hier vorne auch. Und schon sind wir fast fertig. Wow, wir haben eine riesige Lasermauer erstellt. Unsere Prime-Flasche ist sowas von super. Und bam, wir haben eine Lasermauer und die ist auf jeden Fall mega sicher und hält. Das verrückte Fellmädchen, Junge, das schaut die ganze Zeit an. Die haben bestimmt richtig viel Angst. Kommt her, ich liebe euch. Wow, das ist echt verrückt, Freunde. Das hört auch gar nicht mehr auf. Gehört, die hat ein Messer sogar dabei.
Da müssen die echt aufpassen. Ich finde die erste Etage schon mal richtig nice. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein paar Treppen und bauen die zweite Etage. So, was haben wir denn hier für coole Treppen, die zu der goldenen Farbe passen? Hier, wir schnappen uns Fichtenholztreppen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das schönste Holz in ganz Minecraft ist halt wirklich das Fichtenholz. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das ist wirklich das schönste Holz aller Zeiten. Und jetzt müssen wir die hier irgendwo einbauen. Passen die hier rein? Ich würde sagen, das passt eigentlich. So, perfekt. Wir machen so eine kleine Wendeltreppe rein. Wir brauchen Fichtenholzstufen. Zack. Die platzieren wir hier rein. Dann geht es hier sozusagen nach oben. So, zack. Boom. Wie findet ihr meine Treppe? Ich finde die super. Ich glaube, hier kann man so dann nach oben gehen. Danach geht es hier so weiter. Zack und zack. Und man ist schon fast in der zweiten Etage. Hier vorne ist ja die zweite Etage, Leute. Sogar perfekt gemacht, so von außen. Und zack und zack. Und hier ist man dann einfach in der zweiten Etage. Und hier müssen wir die mit hinbauen mit dem Boden, mit den Stufen hier. Zack, 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 zack. Und wir sind schon fast fertig, Freunde. Und dann können wir gleich anfangen mit der zweiten Etage. Und die zweite Etage wird richtig cool. Ich muss mir irgendwas richtig Cooles überlegen, was kein anderes Haus hat. Und ich frage mich halt echt, ob Billy jetzt gleich wieder zurückkommt, Freunde. Weil ist er jetzt nicht wirklich an seiner eigenen Pupsi-Flasche gestorben? An seinem... Das kann doch nicht wahr sein. Also, Freunde, ich hoffe, ihm ist nichts Schreckliches passiert. Denkt ihr, der hat das überlebt? Ich hoffe es doch. So, unsere Treppe ist fertig. Ich finde die mega cool. Man kann hier in die zweite Etage reingehen. Und jetzt holen wir uns richtig coole Sachen, womit man einfach spielen kann. Okay, warte mal, hier so ein oranges Trampolin. Das passt perfekt, Freunde. Das platzieren wir hier vorne. Da kann man einfach jetzt Trampolin springen in seinem Prime-Haus. Und was wir auf jeden Fall auch noch brauchen und nicht vergessen dürfen, wir bauen einen goldenen Pool. Ey, Leute, wir machen jetzt einfach einen goldenen Pool. Wie cool wird das denn bitte sehr aussehen? Der Pool, warte mal, das Trampolin kommt hier weg und der Pool kommt hier vorne hin. Der ist richtig riesig. So, zack, zack, zack. Und wir machen hier sogar so einen Infinity-Pool hin. So, wir machen hier mal alles auf, sodass wir auch ein paar Fenster haben. So, und hier vorne, wir brauchen keine Fenster für den Pool eigentlich. Wir lassen das einfach hier offen. Und hier vorne kommt jetzt das ganze Wasser hin. So, wir machen den Pool 1 höher, damit er nicht nur ein Block hoch ist. Weil das wäre irgendwie auch blöd. Da kann man ja gar nicht drin schwimmen. So, jetzt kommt hier überall Wasser rein. Oh, warte, ich habe sogar einen Trick, wie wir das schnell machen können. Wir nehmen uns mal wieder die Axt. Zack. Markieren uns die Stelle hier vorne. Gehen hier auf die andere Seite, markieren uns die Stelle und geben ein Set Water. Also, wir setzen hier Wasser hin. Zack. Und jetzt haben wir hier einen riesigen Pool. Wie cool ist das denn? Und wir können sogar hier vorne so eine Treppe hinmachen, damit der Pool hier so verbunden wird. Und bam, jetzt haben wir hier sogar eine Treppe. Ey, das ist sowas von cool, Leute. Und jetzt kann man hier einfach schwimmen und so eine richtig schöne Aussicht genießen. Eigentlich muss man den Pool ganz nach oben machen, oder nicht, Leute? Dann hat man einfach ganz oben auf dem Rooftop, auf dem Deckel so einen Pool. Wir machen einfach zwei Pools hin. Wir machen noch einen Pool ganz nach oben, Leute. Das ist so ein chilliger Pool und oben machen wir so einen Whirlpool hin. Also so einen warmen Pool, der so richtig heiß ist, wo so Blasen, Blubberblasen rauskommen. Let's go, Leute. Das sieht so cool aus. Okay, jetzt muss man irgendwie nach oben kommen. Aber man muss dafür ja richtig weit nach oben. Warte mal, das ist ja eigentlich unmöglich, oder? Wir nehmen uns hier vorne so eine Kiste. Wir platzieren hier vorne eine Truhe. So, zack. Und dort packen wir jetzt eine Elytra rein. Ganz viele Elytren. Damit kann man nämlich fliegen. Und wir nehmen uns Raketen. Und wir packen darunter ganz viele Raketen. So, zack. Und jetzt kann man die Elytra anziehen, Leute. Und dann kann man mit der Rakete nach oben fliegen. Also so, boom. Wir können das sogar im Survival-Modus dann sozusagen. Lass uns mal kurz in den Survival-Modus gehen. Und jetzt schaut euch das mal an. Wow, wir können einfach nach oben fliegen. Oh, da, ich habe keine Rakete mehr. Ich habe keine Rakete mehr. Oh, Sturzlandung im Pool. Let's go. Und falls man irgendwie runterfällt, dann kann man sozusagen auch im Pool landen. Das ist eigentlich auch voll die gute Idee. Und wir starten uns mal die Raketen. Und jetzt müssen wir nach oben fliegen. Oh, ist gar nicht mal so leicht, wie ich gedacht habe. Aber man muss ja irgendwie nach oben kommen. Ja, passt, Leute. Doch, es geht, es geht, es geht. Okay, wir gehen wieder in den Kreativmodus. Und jetzt bauen wir hier vorne einen Pool in den Deckel rein. Ey, das wäre mal sowas von cool. Muss man... Aber wie kommt man hier hoch? Warte mal. Wir müssen den Deckel hier aufmachen, sodass man auch von unten hier hochfliegen kann. So, wir machen das hier alles mal frei. Und dafür benutzen wir mal wieder unsere Axt einfach. Zack, wir gehen hier rüber. Markieren uns die Stelle und geben ein /cut. Bam, bam, bam. /cut. Und jetzt haben wir hier ein Loch drin in unserem Deckel. Aber hier passt überhaupt kein Pool mehr rein. Was machen wir denn sonst hier hin? Aber schaut euch mal diese Aussicht auf Zemukri City an. Wow, hier vorne ist Zemukri City. Das ist einfach falsch herum, aber so ist es richtig herum. Zemukri City, Leute, let's go. Da hinten sind unsere Häuser. Und was eine Aussicht, Leute, was? Wir können hier eigentlich noch irgendwas Cooles hinmachen. Ich überlege mir mal kurz was. Ich habe eine richtig gute Idee. Wir machen hier vorne eine Bar hin. Wir machen hier eine richtig coole Bar hin. Dafür brauchen wir erstmal hier Tische. Wir nehmen die gelben Tische hier, zack. Die platzieren wir hier vorne. Boah, wir müssen hier ein bisschen mehr was in den Boden hinmachen oder zumindest in den Zaun. Weil Leute, man muss hier, ey, man muss echt aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Warte mal, wir machen die Deckel mal hier ein bisschen größer wieder. Das ist eigentlich auch echt gefährlich hier auf dem Deckel. Und ich will nicht, dass hier die Entwickler oder die Ersteller von hier Prime einfach runterfallen, ne? KSI und Long Paul. Deswegen lass uns mal einen Zaun nehmen, der auch passt. Was haben wir hier? Der passt doch perfekt, oder? Ganz genau. So einen gelben Zaun, an sowas habe ich eigentlich gedacht. Oder einen schwarzen Zaun halt. Komm, wir nehmen den gelben hier.
dass man auch hier nicht runterfällt. Let's go. Jetzt haben wir hier einfach einen Zaun, Leute, auf der Prime-Flasche. Hier hoch, hier kann man reinfliegen, sozusagen mit der Elytra. Da kann man die hier wieder ausziehen. Und hier so ein kleines Viereck rein. So, zack. Und hier kann man dann ein bisschen chillen, Leute, und die Aussicht genießen. Stellt euch vor, hier ein Sonnenuntergang. Wow, gönnt euch das mal, wie schön das aussieht. Ey, wenn das nicht das coolste Haus aller Zeiten ist. Einfach eine riesige Prime-Flasche mit der besten Aussicht aller Zeiten. Und hier vorne kommt auch ein Kühlschrank hin, Leute, mit bisschen Essen drin, mit dem besten Essen aller Zeiten. Was holen wir uns hier vorne? Prime! Wir wollen Prime, Leute! Wir haben kein Prime in Minecraft, wie kann das sein? Egal, wir nehmen uns mehr besseres, leckeres Essen hier. Wir haben Hühnchen-Sandwich. Wir haben Sushi. Boah, so lecker. Boah, Sushi, Leute. Hamburger haben wir sogar. Wir haben sogar Wraps. Und nicht vergessen, Honigkekse, auch super lecker. Und auch was Süßes hier, die Süßbeerenkeksen. Und noch mehr Süßes, Leute, hier vorne. Apfelkuchen. Ich liebe Apfelkuchen. Ich glaube, das ist sogar mein Lieblingskuchen. Und das kommt alles hier rein in den Kühlschrank. Jetzt kann man das hier vorne essen und die Aussicht genießen. Und wenn man wieder runter will, einfach hier runterspringen ins Wasser. Let's go. Freunde, wir haben das coolste Haus aller Zeiten gebaut. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir KSI und Long Paul in die Prime-Flasche rein, damit die nicht vom Feenmädchen belästigt werden. Hey, lass sie in Ruhe. Aber das sind meine Lieblingsinfluencer. Warte mal. Ich helfe euch, ich helfe euch. Kommt mit. Kommt, schnell, rett um euer Leben. Schnell. Oh nein, hier durch die Laser, da kommt ihr nicht durch. Und zu Let's Go. Haha, da kommst du nicht durch. Durch Laser, aber die kann keine Sorge, Leute. Ich habe euch gerettet. Und jetzt zeige ich euch das Haus. Schaut euch mal an, wie cool das ist. Das ist die goldene Prime-Flasche. Da vorne habt ihr einen riesigen Fernseher. Hier vorne habt ihr einfach eine Treppe, die nach oben geht. Und nicht vergessen, euer Gaming-Setup ist hier auch. Hier könnt ihr streamen und alles. Ey, das ist so cool. Ganz ehrlich, Freunde. Und hier vorne ist einfach der richtig krasse Pool. Und oben habt ihr auch eine richtig krasse Aussicht. Gönnt euch das mal. Okay, let's go, Leute. Wir haben unsere Prime fertig gebaut. Und die freuen sich auf jeden Fall, weil das Pferdemädchen kommt auf jeden Fall nicht rein. Schau mal, dass sie wieder reinkommen. Haha. Hey, Uchi, mach die Tür auf. Niemals. Sie sind da jetzt auf jeden Fall sicher, Leute. Okay, bewerte jetzt meine Prime-Flasche von einer 1 bis 10 und schreibt in die Kommentare, ob es besser ist als das von Billy. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch, wie Uchi in Real Life Prime trinkt. Okay, Freunde, so Naki und Uchi testen jetzt Prime in Real Life. 3, 2, 1 und... Nein, Spaß, natürlich trinken wir nur Wasser. Prime ist ungesund, Junge, was sagtet ihr denn? Und am besten natürlich aus der Diamantentasse oder aus der... Hey, aus der Kronentasse. Aus der Kronentasse von so Naki, Leute. Hey, was für Prime. Prime ist schlecht, Alter. Wasser ist tausendmal besser. Gönnt euch die Tasse oben in der Videobeschreibung im Shop, gerne. Freunde, nächste Folge, schnell drauf, 3, 2, 1...